Moin Kinnes und willkommen zurück hier wieder auf der nordfriesischen Marsch. Ich bin ja gerade dabei, hier die letzten fermentierte Silage aus dem Fermenter ins Hauptsilo zu bringen, damit unser kleiner Kollege hier auch schön die BGA befüllen kann. Wir werden jetzt gleich mal den Anhänger hier abkuppeln und nur noch mit der Zugmaschine ein bisschen das Gras in unser neues Fahrsilo kippen, damit wir da auch einfach loslegen können, damit wir da Silage bekommen und dann eben das für unsere Mischfutterproduktion haben. Das ist ja so quasi der Vorschritt zum Kuhstall, den wir irgendwann demnächst uns holen wollen. So, dann machen wir den mal schnell leer hier. Weil dann kann der eben wirklich schön die BGA befüllen. Der wird jetzt eh demnächst, wird der Catcher so voll sein, dass er eh nichts mehr hinbringen kann. Und dann läuft das. So, wir machen mal hier ihn mal kurz weg. Und jetzt brauchen wir Gras. Nein, keine Silage. Gras. Guck mal, da haben wir 400 noch was 1000 drin. Das sollte doch reichen. So, aber während der hier belädt, können wir ja mal ganz kurz gucken. Zum einen, wie weit der hier auf der 14 ist. Ja, ist am Arbeiten. Und was machen unsere Schweine? Ja gut, Sauberkeit, Wasser, Stroh haben wir nicht. Mais, da müssen wir dann mal gucken, was wir da nachliefern können. Aber auf jeden Fall werden wir uns da auch in der nächsten Zeit drum kümmern. Beziehungsweise drum kümmern müssen, muss man ja schon fast sagen. Ja, wir müssen dann noch die Leerpalette rüber schaffen. Das haben wir auch gesagt. Oh je, langsam, langsam. So, wie habe ich jetzt das Abkippen gestellt? Rechte Seite, gut. Dann fahren wir da auch mal so hin. Kippen hier einfach mal so ein bisschen was. Wir müssen es ja nicht sonderlich hoch kippen, das ist ja das Schöne. Weil wir haben die Fläche einfach hier. So. Wie gesagt, die Leerpaletten, wir müssen irgendwie wirklich mal dann die Pellets verkaufen. Ei, ups, da stand was im Wege. Jo, was müssen wir noch machen? Ah, es gibt so viel, wir müssen dann, oder könnten dann mal gucken wieder, was es an Missionchen gibt für uns. Da dürfte bestimmt auch das eine oder andere dabei sein, was wir schön machen können. Ja, na komm. Belade. Irgendwann demnächst wird wohl dann mal unser MB-Truck hier vorbeischauen. Wenn ich gucke, der ist jetzt bei 316 Litern, die er noch an Pflanzenschutz drin hat. Das heißt, der müsste dann auch mal zum Auffüllen hier an hochkommen. So, und wieder bis ganz nach vor und wir kippen ab.
Schön. Na komm, den Rest kriegen wir auch noch raus. Ja, perfekt. Steht jetzt der Abfahrer irgendwie außerhalb vom Feld, weil der nicht reagiert? Ja, guck mal, dann müssen wir mal ganz kurz dem sagen: Suche Drescher auf Feld 2. Ja, und schon startet er. Gut, Motor starten machen wir. Ja, dann werden wir, denke ich mal, den Telelader auch gleich benutzen, um das Silo festzufahren. Ich würde sagen, wir machen mal 4 LKWs, also da wären 120.000 Liter dann. Oh, dann haben wir immer noch genügend Material, Gras dafür den normalen Fermenter. Ich denke, das passt dann auch ganz gut. So. Fahren wir mal so rum. Gut, wir haben ja gesehen, dass unser Sägewerk im Moment leer ist, was das Holz angeht, aber wir haben so viele Leerpaletten, die wir eigentlich noch gar nicht brauchen, deswegen tun wir da jetzt erstmal kein weiteres Holz machen. Wir müssen vielleicht nur noch mal gucken, dass wir noch mal ein bisschen aufforsten. Wir haben ja da schon angefangen mit, aber dass wir das noch ein bisschen weiter fortführen. Das könnten wir auf jeden Fall auch noch in Angriff nehmen. Zumindest irgendwann im Laufe des heutigen Ingame-Tages müssten wir das, denke ich mal, machen. Einmal noch Gras. Und dann haben wir immer noch 350.000 Liter. Das sollte dann erstmal reichen. Und mit der Silage, die wir jetzt hier produziert haben, können wir, denke ich mal, ganz gut dann auch Mischfutter herstellen. Mal gucken, ob wir das schaffen, dass wir das Silo heute noch zudecken. Aber das müsste doch, denke ich mal, ganz gut klappen. Ja, geht das Flexen wieder los? Ja, ich freue mich, wenn ihr mir hier immer so schön in meine Aufnahmen reinarbeitet. Aber gut, es ist halt Tag, da darf gearbeitet werden. Sagen wir auch nichts gegen. So, gut, das haben wir. Dann ja, abstellen, Telelader. Jo. Mal gucken, ob das Verdichten mit dem funktioniert. Wir machen gleich mal die F1-Menü an, damit wir sehen, wie weit wir sind. Er ist aktuell bei 5%, ja. Gut, dauert sehr lange. Nee, da müssen wir vielleicht doch den, wir haben ja noch einen Case hier stehen. Da müssen wir erstmal schnell den Anhänger wegbringen. Oder machen wir mal ganz unkonventionell, ganz kurz.
bringt das was? 10%. Ne, das dauert auch zu lange. Auch ganz schnell mal den Anhänger weg, damit der MB-Traktor durch kann. Das ist ja nicht Sinn der Sache, dass der da blockiert wird. Aber da habe ich auch gar nicht dran gedacht, dass der da hinten ja längs fährt. So, dann hier stehst du aber sicher. So, dann probieren wir das Ganze jetzt noch mal mit dem aus. Also das Verdichten. Ansonsten machen wir das, das können wir eigentlich auch machen, einen kleinen Cosplay-Kurs. Weil das dauert doch relativ lange. Guck mal, da machen wir jetzt mal was. Mal gucken, ob das funktioniert. So, wir fangen hier an mit der Kursaufzeichnung. Fahren nach vorne. Nicht ganz sagen, wir fahren nach hinten. Können wir ein bisschen versetzt fahren. Fahren wir ein bisschen weiter zurück und wir fahren wieder nach vorne. Stopp. Und den fahren wir jetzt einfach ab. Gucken wir mal ganz kurz, ob er das einigermaßen hinbekommt. Und dann kann der nämlich hier einfach hin und her fahren. Ich will nur gucken, dass er nicht vorne anstößt. Naja, passt genau. Wunderbar. So, dann, wenn wir hier aussteigen, der ist jetzt bei 25%. Gut, du machst jetzt hier schön dein Ding. Er ist hier am Dreschen. Gut, dann können wir uns ja mal um die Sauberkeit bei den Schweinchen kümmern. Oha, da ist ein ganz schöner Berg hier. Na. Zack, weg ist es. Und wie sieht das misttechnisch aus? Ja, 26.000. Okay. Ja, du hast Pflanzenschutzmittel geholt und bist wieder da. Du tankst ab. Dann könnten wir doch gucken, was wir noch so an Mais und allgemeines Zeugs für die Schweinchen hier haben. Einmal durchtackern. Weizen, Gerste, Hafer ist nicht wirklich viel. Sojabohnen haben wir. Dann nehmen wir mal den LKW vorne voll mit. Und den Anhänger würde ich dann mit Mais einmal machen. Mais haben wir sehr viel hier, das ist gut. Ganz kurz, genau, zu dem gucken, wie sieht es denn hier aus? 63.000, gut, du hast noch einiges zu tun, würde ich mal behaupten. So, wo haben wir den LKW? Hier. Ja, fahren wir hier rum.
Hier steht der Anhänger, den brauchen wir dann für den Pelletsverkauf. Oh, da steht noch ein Telelader rum, das ist nicht gut. Du musst mal weg hier, Herr Kollege. Sonst klappt das nicht so, wie ich das gerne möchte. So, oh, und wieder hier rein. Na, mal gucken, ob wir beide gleichzeitig abgeladen bekommen. Jo, passt. Dann gucken wir mal, wie viel wir da reinbekommen. Wir können ja mal wieder hier reingucken. Da passt, glaube ich, noch ein bisschen was. Also, nächste Runde. So, der Kollege Silageverkäufer kommt gerade hier auf den Hof. Das heißt, wir müssen richtig rum hier ranfahren. Sonst stehen wir dem gleich im Wege. Und das wollen wir ja gar nicht. Hat sich jetzt noch vorgelegt. Ich hatte gehofft, wir kriegen ihn vielleicht noch, damit wir uns erst da schnell befüllen können. Aber ist nicht. So, jetzt kommt, gib Gas, Junge. Ja, oder wir machen das so, dass wir erstmal gucken, zum Beispiel, wie sieht es hier aus. 51%, ja, das dauert also noch ein bisschen. Nein. Der Weg kommt. Ja, dann machen wir den hier halt mal kurz aus dem Wege. Komm, zieh ihn weg da. Bis Füllstand erreicht ist, genau. Den können wir schon mal nach oben fahren, den LKW. Weil wir ja mal gucken, dass wir nächste Folge die Pellets wegbekommen. Damit wir mal wieder ein bisschen Geld hier in die Kassen bekommen. Dann zumindest das schaffen wir noch zum Hof. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon wieder fertig. Ja, wie gesagt, die Zeit, die rennt, wenn man was zu tun hat. Wir haben auf jeden Fall gut mit dem Silo schon gearbeitet. Das hat sich also schon gegeben. Wir haben die Mischfutterfabrik stehen. Oh, hat sich schon wieder gut was weiterentwickelt, würde ich mal sagen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch in den nächsten Folgen wieder reinschaut, wenn es heißt, wir sind unterwegs auf der nordfriesischen Marsch. Also macht es gut, habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann ja, morgen um 15 Uhr wieder.